Die Menschheit ist es eigentlich gar nicht wert, einen Text über sie zu verfassen. Dennoch tun wir es. Wie dumm wir doch sind. Die Menschen sind eine nicht funktionierende Rasse. Ein Fehler Gottes. Im Prinzip ist ihre gesamte Rasse nur ein missglücktes, außer Kontrolle geratenes, vernachlässigtes Experiment von Gott. Lucifer hat es schon damals erkannt und wurde dafür in die Unterwelt verbannt. Mein Glaube an die Menschheit ist schon vor vielen Jahren erloschen. Die Menschen sind das Schlimmste, was der Natur je passieren konnte. Sie sind der personalisierte Horror. Allerdings, wieso? Es begann alles mit ihrer Intelligenz, einer Gabe, die ihnen Gott oder die Evolution gegeben hat. Sie hielten sich wegen ihr für etwas Besseres, spielten Gott, haben über Leben und Tod entschieden. In der Blindheit, welche Macht sie überhaupt besitzen, richteten sie sich gegenseitig hin. Das lebenswichtige Töten wurde nun zum Zeitvertreib und den Preis für ihren Spaß mussten andere Lebewesen bezahlen. Nun ist die Rechnung bereits endlos lang. Sie verpesten die Welt, nehmen anderen Lebewesen ihren Lebensraum und töten sie dabei, nehmen den Tod eines anderen Tieres als selbstverständlich. Aber wenn ein Mensch stirbt, wird ein Drama draus gemacht. Sie beginnen Kriege, welche sie nur aus Eifersucht führen, weil jeder nur an sein eigenes Wohl denkt. Die Luft ist verpestet von Chemikalien und das Wasser verschmutzt von Abfall. Sie bauen Zuchtanlagen, welche eher in einem Horrorfilm passen, als dass sie real sind. In diesen Zuchtanlagen spielen sie Gott. Im vollsten Vertrauen zu ihren barbarischen Taten fahren sie immer weiter in Richtung Abgrund. Die Menschen waren schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Menschen kennen keine Gerechtigkeit mehr. Sie lassen sich nur noch von lügenden Fakten lenken. Es gibt Dinge, welche an der Menschheit zweifeln lassen. Zum Beispiel, wenn ein Hund ein 6-jähriges Kind in den Arm beißt, wird er hingerichtet, von Menschen getötet. Dabei hat das Kind dann doch nur eine Verletzung, welche auch wieder verheilen wird. Aber wenn ein 40-jähriger Mann einem kleinen, 6-jährigen Jungen seinen Schwanz in den Arsch schiebt, muss er nur in den Knast und kommt später wieder raus. Und das Kind? Das hat sein gesamtes Leben lang diese Erinnerung an diesen Tag. Es wird diese Tat niemals vergessen können. Das Leben des Kindes hatte gerade erst angefangen und wurde schon zerstört. Manche Menschen verdienen es einfach zu sterben. Und für manche ist der Tod sogar noch zu gut. Der wahre Horror ist der Mensch selbst. Wir warten nun schon so lange unter der Erde darauf hervorzukommen. Wir wissen, dass die Menschheit nicht mehr lange überleben wird. Unsere Methode. Einige menschliche Exemplare haben wir in unseren Laboren untersucht und herausgefunden, dass sie alle töten, aber selbst Angst haben, getötet zu werden. Den Menschen sollte man die Haut von den Knochen abziehen, bei lebendigem Leibe. Uns fehlen die Mittel, es mit allen zu machen. Doch einige können wir uns hin und wieder schnappen. Wir schälen ihnen zuerst die Haut, ganz langsam ab. Ihre Schreie sind herrlich. Sie sollen spüren, was sie mit der Natur machen. Nachdem sie nur noch ein hässliches, zuckendes Irgendwas sind, sägen wir ihnen nach und nach die Gliedmaßen ab. Den Kopf und den Hals lassen wir allerdings dran. Wir schneiden ihnen nach dieser Tat den Brustkorb und den Bauch auf, um ihre Innereien freizulegen. Die Schädeldecke wird ebenfalls aufgebrochen, um ihr prachtvolles Gehirn zu begutachten. Wenn wir ihnen die Ohren, Augen und Zunge entnommen haben, sind sie immer still. Aber sie zucken noch immer herum. Das zeigt uns, dass sie noch leben, was auch gut ist.
Sobald wir etwas an unseren Exemplaren herumgeschnippelt haben, legen wir sie in einen speziellen Behälter. Dort werden sie mit Wasser und Nahrung versorgt. Die Nahrung und das Wasser werden ihnen mit Hilfe von Maschinen in den Magen gepumpt. Sie verharren lange in diesem Zustand. Das Zucken lässt nach einiger Zeit nach. Aber ihr schweres Atmen ist Musik in unseren Ohren. Aber wer sind wir? Wir sind die Wiedergutmachung Gottes zur Zurückentwicklung der menschlichen Rasse. Kurz gesagt, WGMG. Wir bestehen aus einer kleinen Gruppe Ärzten, die es sich zum Ziel gemacht haben, Gottes misslungenes Werk zu beheben. Dazu gehört die Erforschung des menschlichen Körpers. Wir waren alle mal Menschen. Wir haben unsere Menschlichkeit abgelegt und Gott sowie Satan unsere ewige Treue geschworen. Sie geben uns beide Kraft, unser Werk fortzusetzen. Wir befinden uns schon seit vielen Jahren im Untergrund. Unentdeckt. Jack the Ripper war einer von uns. Alle halten Jack für einen speziellen Serienmörder. Doch er war ein normales Mitglied von WGMG. Er war nur nicht mehr ganz klar im Kopf. Er tötete aus Spaß, was gegen unsere Prinzipien ist, also musste er uns verlassen. Jack the Ripper wurde zu einem Monstrum. Er hatte Spaß damit, seine Opfer zu quälen. Wir quälen sie nur aus experimentellen Gründen. Aber er lächelt dabei. Als wir ihn darauf ansprachen, dass mit ihm etwas nicht stimmte, rannte er mit folgenden Worten fort. Ich bin nicht verrückt! Wir kümmern uns nicht weiter um ihn. Denn wer sollte ihm denn schon Glauben schenken über diesen Ort? So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schreibt mir einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es mit euren Freunden und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ich habe euch in der Beschreibung mal mein Twitter-Profil verlinkt, weil da schreibe ich immer, wenn eine Creepypasta ausfällt, wenn ein Stream ausfällt, schreibe ich eigentlich meistens auf Twitter das Ganze hin und ja. So, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Ciao Leute!